nach dem Oberligaspiel, vierter Spieltag. SFC Brandenburg gegen SV Lichtenberg 47. Spielchen 4:1 für Brandenburg. Ja, ich bitte die beiden Trainer um ein kurzes Statement. Wie immer fangen wir mit dem Gästetrainer an. Und jemanden bitte ein paar Worte zum Spiel. Aus meiner Sicht. Dem Spiel meiner Mannschaft angemessen halte ich relativ kurz. Gratuliere dem Gegner, glaube ich, hochverdienter Heimsieg gerade in der ersten Halbzeit. Ich glaube, aus vier Chancen vier Tore gemacht. Und dann waren die besten da schon gewesen. In diesem Sinne hochverdienter Sieg. Jetzt muss ich schon mal bis zum nächsten Spiel. Also, das ist ein Köpfe. Aus der Brandenburger Sicht. Zwei, drei Sätze. Ja, ich sehe es ähnlich wie mein Trainerkollege. Also, wir haben einen spielstarken Gegner hier zu Gast gehabt und haben in der ersten Halbzeit effektiv gespielt, haben vier Tore gemacht und damit war es eigentlich schon entschieden. Für mich nach wie vor ist der Lichtenberger in der 47 trotzdem noch eine spielstarke Mannschaft und ich wünsche der Mannschaft alles Gute. Ja, das Ergebnis ist ja ziemlich klar. Gibt es irgendwelche Fragen noch? Ja, wir haben ja einen Uli in der Mannschaft gehabt mit Dossi, der da eingesprungen ist. Wie war das? War das sehr kurzfristig oder habt ihr das ein paar Tage vorher schon in die Wege geleitet, sag ich mal so? Ja, nach dem Ausfall unserer beiden ersten Torhüter haben wir nach einer Lösung gesucht. Wir haben Christian Doss gefragt, ob er sich das vorstellen könnte, bei uns am Aushelfen, hat es gemacht. Wir haben das vorher auch in der Mannschaft besprochen und möchten uns bei Dossi nochmal bedanken. Ja. Wie alt ist Dossi eigentlich? 40 geworden. Im April. Ja. Altersgerecht. Also wenn nochmal ein Spieler rauskommt, wie? Wie alt fällt ist auch mein 40. 40? Okay, ich meine, unsere Gäste hatten ja auch zahlreiche Ausfälle zu verkraften, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Bleiben eure Ziele noch, seit ihr ungefähr gestartet wie Mönchengladbach, eure Saisonziele trotzdem erhalten? Oder was ist das? Naja, man muss es realistisch mal sehen. Unsere Saisonziele sind von uns so besprochen, dass wir jedes Jahr uns verbessern wollen. Wenn man nach vier Spielen 0 Punkte hat und aktuell 10 Leute nicht zur Verfügung, dann wäre es vermessen, auf diesen Zug von draußen noch drauf zu springen. Fakt ist eins, dass wir heute, das habe ich Ihnen vor dem Spiel schon gesagt, 13 gesunde Fußballspieler, Amateurfußballspieler hier mit in Neubrandenburg haben und die Chance vor dem Spiel durchaus gegeben ist, dieses Spiel auch zu gewinnen. Und deswegen ist wer verletzt, gesperrt, ist keine Ausrede. Die Spieler, die heute gespielt haben, haben ihre Chance nicht genutzt und haben nicht nachgewiesen, dass in der Oberliga am heutigen Tag einen durchaus kompakten, aber aus meiner Sicht trotzdem starken Gegner zu spielen. Und das muss man deutlich festhalten und dem muss man sich stellen. Und deswegen sind wir heute sehr unzufrieden, aber deswegen fahren wir jetzt nicht mit der Bahn nach Hause oder drehen durch oder machen Läufe oder erfinden das Rad neu. Aber man muss deutlich sagen, dass meine Spieler in den ersten vier Spielen nicht ansatzweise ihr Potenzial abrufen haben und damit sind wir sehr unzufrieden. Ich glaube, das ist nachzuvollziehen. Okay. Ja, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann wünsche ich euch einen guten Nachhauseweg. Genau. Und jetzt könnt ihr die Punkte holen. Gut, okay. Vielen Dank. Bis zum Rückspiel. Alles Gute. Ja, alles Gute.